Das hat die Finanzfrau Polzin. Bitte, Frau Ministerin. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich einige Vorbemerkungen machen, die Ihnen vielleicht nicht die Laune nach oben treiben. Zum Ersten, ich glaube, ich bin bekannt dafür, meine Redezeit mindestens einzuhalten, wenn nicht zu unterbieten. Heute garantiere ich Ihnen das nicht. Ich sage es mal so, dieses Thema, das, auch wenn manch Kulturpolitiker das nicht glauben mag, das ist für uns so existenziell, das wird jeden Politikbereich erwischen, wenn es dann erst mal so weit ist. Wir haben zurzeit eine komfortable Finanzausstattung in diesem Land. Ich muss es einfach noch mal so deutlich sagen, aber das nicht, weil wir so hohe Steuereinnahmen haben, die dümpeln so kurz über 50% des Durchschnitts. Andere sind weit über 100, sondern weil wir die Solidarpaktmittel bekommen, die Jahr für Jahr abschmelzen, wie Ihnen ja bekannt sein dürfte, und die im Jahr 20 quasi dort auf Null sind. Sie wissen genauso, dass wir in dieser Förderperiode der EU noch mal Glück hatten mit dieser Übergangsperiode. Stellen Sie sich bitte einfach vor, dass ab 20 ein Drittel unserer gesamten zusätzlichen Einnahmen weg sind. Und richten Sie sich bitte politisch mal darauf ein, fachpolitisch. In dem Zusammenhang hätte ich gestern fast ein Schütteltrauma gekriegt, als ich so mitkriegte, völlig negierend diese Situation, die auf uns zukommt, für die Zukunft eigentlich nur an der Ausgabenseite gebastelt wird. Das werden wir uns nicht erlauben können. Wir kämpfen im Moment, und zwar mit allen Bandagen, mit aller Leidenschaft darum, dass zumindest der Länderfinanzausgleich und die Bund-Länder-Finanzbeziehungen, die jetzt bestehen, auf diesem Niveau erhalten bleiben. Denn Sie müssen sich vorstellen, rund 400 Millionen erhalten wir jährlich aus dem Länderfinanzausgleich. Das ist schon eine Größenordnung bei einem Gesamthaushalt von 7 Milliarden. Und insofern darf ich Ihnen nicht nur versichern, dass ich als Finanzministerin mit meinem Haus sehr gut aufgestellt, wir haben extra noch mal Personalverstärkung davor genommen, am Verhandlungstisch sitzen und wie die Löwinnen kämpfen. Denn meine zuständige Referentin sitzt übrigens dort hinten im Raum. Die gibt genauso alles wie ich auch bei dem Thema. Sie müssen sich bitte vorstellen, wir sitzen hier unter 16 Ländern, bei denen aus Sicht der Südländer natürlich keine gleiche Augenhöhe ist. Stellen Sie sich bitte vor, wie je ein finanzschwaches Land, noch dazu aus dem Osten, noch dazu vertreten durch eine Frau, mit Herrn Söder erst mal reden muss, da muss man schon ein bisschen lauter werden, damit man wahrgenommen wird. Das tue ich. Nein, das ist kein Vorurteil. Ich habe es richtig gut erlebt. Und es ist uns, das sage ich jetzt mal so, sowohl auf Referentenebene als auch auf Ministerebene gelungen, dass man an Mecklenburg-Vorpommern vorbei nichts mehr unbedingt organisiert, weil man uns ernst nimmt. War harte Arbeit. Wenn Sie mich fragen, es ist mein wichtigstes Projekt, auch wenn ich wahrscheinlich nicht mehr in Verantwortung bin, wenn es irgendwann greift. Wir müssen, um dieses Land überhaupt existenzfähig zu halten, genau an diesem Punkt unheimlich Kraft reinsetzen. Und jetzt bin ich mal bei dem Thema, das gilt überhaupt nicht parteipolitisch. Nehmen Sie bitte mal zur Kenntnis, dass die Grünen in Baden-Württemberg oder in Nordrhein-Westfalen, wo Sie auch mit in der Regierung sitzen, vermutlich ganz andere Ansprüche an die neuen Beziehungen haben, als dass die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern haben. Für die Linken gilt das Gleiche, obwohl sie ja nicht in allen Landesparlamenten verbunden sind. Auch ein CDU-Minister in Thüringen, der ist viel, viel näher bei uns als natürlich der CDU-Minister in Hessen. Wir sind weg von Parteipolitik. Es geht um nackte Länderinteressen hierbei. Und deshalb ist es natürlich auch schwierig, wenn all diese Debatten, die sich bei uns noch auf relativ Augenhöhe abspielen, stellen Sie sich vor, in der FMK, in der Finanzministerkonferenz,
habe ich genauso eine Stimme wie mein geschätzter Kollege Herr Söder. Im Bundesrat sieht das schon ganz anders aus. Da hat natürlich mit unseren 3 Stimmen im Bundesrat Mecklenburg-Vorpommern längst nicht so ein Gewicht wie die großen Länder, wenn es da um Abstimmung geht. Und wenn ich mir dann die Koalition in Berlin angucke, dann hat die CSU Bayern ein Drittel. Ich habe also ein hohes Interesse daran, dass wir auf dieser gleichen Augenhöhe möglichst vernünftige Entscheidungen hinbekommen. Das mal rein organisatorisch mit Blick darauf, was man natürlich als Parlamentarierin, die ich ja auch bin, richtig finden müsste, eine breite Debatte über das, was nach 20 passiert. Aber die Praktikabilität, die schätze ich ein, die geht absolut gegen null. Die Entscheidung ist bereits gefallen. Sowohl die Bundesregierung als auch der Bundesrat haben entschieden, dass es keine FÖKO 3 geben wird. Das heißt, es wird keinen jahrelangen Prozess geben mit einer Beteiligung von mehr als 100 Personen, um die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und darum sind es auch die Ministerpräsidenten der Länder gewesen, die uns als Finanzminister den Auftrag gaben, noch in diesem Jahr Entscheidungsgrundlagen vorzubereiten, die dann wirklich auch einer gemeinsamen Entscheidung zugeführt werden. Übrigens, der Bund sagt in solchen Diskussionen immer sehr suffisant, Herr Schäuble kann das fantastisch, Sie sind 16 Länder, ich habe 50%. Auch das muss man immer noch wissen bei diesen Verhandlungen. Das im Grunde, um Ihnen einfach mal deutlich zu machen, in welcher Gemengelage wir uns allein organisatorisch befinden. Kommen wir mal zur Gemengelage, die sich natürlich inhaltlich ergibt. Ich bedanke mich für das Interesse aller Fraktionen für dieses Thema. Ich habe das im Finanzausschuss erlebt. Da habe ich ja schon sehr umfassend vortragen können, wie wir auf dem Weg sind, diese neuen Beziehungen zu gestalten. Ich habe gespürt, dass ich da die Rückendeckung habe aus allen Fraktionen. Aber das ist ja auch nicht verwunderlich, denn es ist unser gemeinsames, elementares Interesse, auf eigenen Beinen stehen zu können und dass man uns nicht die Basis da noch mehr unter den Füßen wegzieht. Insofern biete ich auch jetzt schon an, gerne noch ausführlicher im Finanzausschuss zu berichten, wie weit es im Detail jetzt ist, wie die momentane Tagessituation steht, denn Sie können sich sicherlich vorstellen, das ändert sich innerhalb einer Woche schon ganz gewaltig. Ja, der ist aber nicht der Einzige. Es gibt dann noch mehrere Länderfürsten, die haben schon Ideen, die uns ganz schön wehtun würden. Ich hatte im Finanzausschuss, und das sage ich jetzt nochmal fürs ganze Plenum, berichtet, dass wir im Grunde schon seit 4 Jahren uns darauf vorbereitet haben, als finanzschwache Länder gemeinsam diesen Weg zu gehen. Denn jedem ist ja klar, dass wenn man den Reichen eine Position entgegenstellen will, die Armen ein bisschen dichter zusammenrücken müssen. Insofern war es eine große Anstrengung, das Forum mit mittlerweile 12 Ländern über diese Phase hin zu gemeinsamen Positionen zu koordinieren. Da wir diesen teilweise undankbaren Job übernommen hatten, könnte ich sehr lange aus dem Nähkästchen plaudern. Ich will Sie heute am Freitagvormittag damit nicht noch betun. Dennoch ist das vielleicht wirklich mal ein Thema für am Rande und auch sehr spannend. Wir haben viel gelernt dabei. Diese gute Botschaft hält natürlich nur bis zu einem gewissen Grade. Denn ich muss Sie nicht davon überzeugen, dass ein Stadtstaat wie Hamburg mit dieser Wirtschaftskraft letztendlich nicht ganz deckungsgleich zu kriegen ist, mit einem schwachen Land wie Saarland, um einfach mal auch im Westbereich zu bleiben. Denn wir Ostländer sind ja nicht die Einzigen, die Probleme haben nach 2020 mit diesen Rahmenbedingungen, zu denen auch die Schuldenbremse gehört, umzugehen. Insofern haben wir erst in letzter Zeit uns das Thema Ostländer noch einmal konkret gegriffen, weil ich feststellen muss, dass wir natürlich die am engsten abgestimmten Interessen haben. Die 5 Flächen Ostländer und Berlin,
Da passt im Grunde kein Stück Papier dazwischen. Ist ja auch klar, wir haben die gleiche Finanzdecke, die uns jetzt wegbricht. Wir haben den gleichen Nachholprozess noch zu gestalten. Da gibt es ja inzwischen wissenschaftliche Gutachten. Und auch die Bundeskanzlerin und der Bundesfinanzminister haben das schon deutlich artikuliert, dass sie in den neuen Ländern durchaus Nachholbedarf sehen. Das haben wir nicht nur mit Freude zur Kenntnis genommen, sondern auch gleich verachtet, um es später wieder abrufen zu können. Im Grunde ist also dieses Ostpapier, das, Frau Rösler, vielen Dank, dass Sie es auch loben, unsere innerste Überzeugung ist. Und da dieses Papier Ihnen allen zugänglich ist, verzichte ich jetzt darauf, auf die einzelnen Positionen nochmal einzugehen. Da ist ja auch eine ganze Menge Fachspezifisches drin, das vielleicht nicht jedem Hörer hier unbedingt geläufig ist und in der Kürze der Zeit auch nicht beizubringen ist. Die Grundzüge heißen dennoch, dass wir diesen Aufholprozess, der nicht abgeschlossen ist, gestalten können müssen. Und dazu müssen wir verschiedenen Ansinnen der Südländer eine Absage erteilen. Ich nenne nur mal das Thema, den Umsatzsteuervorwegabzug nicht mehr vorzunehmen. Das ist ein innigster vorgebrachter Wunsch von Nordrhein-Westfalen. Um sich mal den Bundestag vorzustellen, reichen nicht alle Abgeordneten der neuen Länder ja wohl kaum, um die Abgeordneten von Nordrhein-Westfalen stimmlich auszugleichen. Und nun stellen Sie sich mal vor, solche Beschlüsse würden im Bundestag auf die Tagesordnung kommen. Davor würde mir Himmelangst werden, muss ich mal so sagen, weil unsere Karten dadurch schlechter werden. Und wenn dies passieren würde, Umsatzsteuervorwegausgleich ist ja deshalb eingezogen worden, damit die unterschiedliche Steuerkraft der Länder nicht so extrem aufeinanderprallt. Es sollte der Druck vom horizontalen Finanzausgleich zu dem, was Bayern gerne mit 1 Milliarde Euro weniger betun möchte, gezogen werden. Und wir erhalten aus diesem Umsatzsteuervorwegabzug mehr als der eigentliche Länderfinanzausgleich ist. Das heißt, dieses Thema ist für uns noch viel, viel wichtiger als die 400 Millionen Länderfinanzausgleich. Im Moment gibt es eine so differenzierte, komplizierte Gemengelage bei diesem und jenem Thema. Ich sage nur das Thema, was passiert mit dem Soli, wie wird es an die Länder und Kommunen verteilt, wie wird dann für Ausgleich gesorgt, dass das Ganze in Struktur schwächere Regionen kommt. Das sind ja alles unsere Forderungen, die wir dabei haben. Dafür gibt es mehrere Mechanismen, alle mit Vor- und Nachteilen, alle mit einer kleinen Schraubenumdrehung, mit ganz schlimmen Zahlenfolgen versehen. All das wird bei uns ganz akribisch aufgearbeitet und bewertet. Und wir sind mit Vehemenz dabei, unsere Länderinteressen dabei auch zu vertreten. Dazu gehört auch das Thema Einbeziehung der kommunalen Finanzkraft in den Länderfinanzausgleich. Es liegt ja quasi auf der Hand, dass die kommunale Finanzkraft, wir werden ja als Länder und Gemeinden gemeinsam betrachtet und wir haben ja auch natürlich die Verantwortung dafür, wie unsere Kommunen ausgestattet sind. Deshalb haben wir natürlich ein hohes Interesse daran, dass es da einen höheren Einbeziehungsgrad gibt. Ich sage Ihnen nur mal, um auch deutlich zu machen, es gibt am anderen Ende des Stricks Länder, die sagen, wir wollen das überhaupt nicht mehr einbeziehen, das interessiert uns überhaupt nicht. Die 64 waren damals ein gegriffener Kompromiss eines Gesamtpakets. Auch das war schon schwierig genug, die Verhandlungen beim letzten Mal. Mir fehlt einfach der Optimismus, dass man jedes Ziel, das man hier vertritt, auch erreicht. Ich denke, es wird am Ende des Tages ein Kompromiss herauskommen müssen, der dem Grundgesetz genügt. Davon, denke ich, können wir als Land überhaupt nicht abgehen. Wir müssen die gleichen Lebensverhältnisse in Ost, in West, in Nord und Süd natürlich als Ziel weiter definieren und wir müssen auch die Finanzbeziehungen danach ausrichten. Davon werden wir auch bis zum letzten Mittel nicht abgehen. Aber niemand kann heute sagen, welche Stellschraube trägt dazu bei, dieses Gesamtziel zu erreichen? Und die Verhandlungen nehmen, das hat man ja auch aus der Vergangenheit gesehen,
teilweise einen dynamischen Charakter an, dass es große Papiere gibt. Wir als Finanzminister können jetzt sagen, wir haben fertig. Wir haben dem Ministerpräsidenten unser Bund-Länder-Positionspapier vorgelegt. Wir haben einen halben Meter Papier mit Anlagen, Berechnungen und allem erarbeitet. Da steckt ganz, ganz viel Arbeit drin. Und trotzdem macht es nur eins deutlich, die widerstreitenden Interessen der Länder. Es wird also einer großen Kraftanstrengung bedürfen und natürlich auch einer gewissen Kompromissbereitschaft aller Länder, um diese widerstreitenden Interessen durch die Tür zu kriegen. Und ich stelle mir bei einem Beteiligungsprozess natürlich auch vor, dass man vor einer Nacht der langen Messe jetzt auch noch fragen müsste, wie weit darf ich überhaupt gehen? So kann man nicht verhandeln. Im Grunde ist das, was Sie als Beteiligung wünschen, für mich eine sehr nachvollziehbare Forderung im Sinne von, letztendlich sind Sie als Haushaltsgesetzgeber nachher auch zuständig für die Dinge. Soweit kann ich das gut nachvollziehen. Und ich würde auch auf gar keinen Fall der hochgeschätzten Präsidentin entgegentreten, die jetzt mehr Beteiligung wünschen. Aber auch dort ist nicht klar, deshalb sagte ich vorhin gleich, die FÖKO 3 wird es nicht geben. Man wird also einen Weg finden müssen, wie man diese Beteiligung organisiert. Und ich denke, dafür ist jedes Land für sich allein verantwortlich. Ich biete nach wie vor an, sehr transparent und ausführlich zu berichten, wie der aktuelle Stand ist. Und wenn Sie dann als Fraktion das Gefühl haben, Ihre Interessen werden durch die Finanzministerin gegenüber den anderen Ländern nicht ordnungsgemäß vertreten, dann müssten Sie das vielleicht mal mit mir an dieser oder jener Stelle gerne diskutieren. Denn auch wenn ich sage, ich gebe da alles, wird das vielleicht für den einen oder anderen nicht genug sein. Ich habe mir nur auch mal Mühe gegeben, Ihnen deutlich zu machen, in welcher Gemengelage wir uns da befinden als kleines Land im Nordosten. Die Kraft, die ich eigentlich nehme, trotzdem den Hals aufzureißen, wenn es darum geht, unsere Interessen zu vertreten. Ja, ich bin nicht bekannt dafür, dass ich schüchtern zu Boden gucke, wenn es um die Diskussionen geht. Ja, und da ist mir auch egal, wer da mir gegenüber sitzt, wenn es darum geht. Trotzdem muss man immer noch im Kopf haben, Wunder können wir nicht bewirken. Wir versuchen mit vielen Verbündeten, das sind einmal alle Ostländer, und ich arbeite mit allen Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich sehr vertrauensvoll zusammen. Und dabei ist für mich erstmal unerheblich, welches Parteibuch dabei ist. Es ist in Brandenburg ein linker Kollege, es ist in Thüringen ein CDU-Kollege und ich habe natürlich auch meine eigenen dabei. Das ist erstmal unerheblich. Wir haben in etwa gemeinsame Interessen, also verbünden wir uns. Darum dieses Papier, das übrigens im größten Kern, also auch in der Organisation und in der Abstimmung, auch in unserem Haus entstanden ist. Das muss man auch mal wissen an dieser Stelle. Deutlich Signal gegeben, wir Ostländer würden bis zur Klage gehen, wenn man uns nicht angemessen an dieser Stelle berücksichtigt. Mehr kann, glaube ich, ein Parlament auch von uns an dieser Stelle nicht erwarten. Wir können nicht im Einzelnen darüber diskutieren, ist die Schraube wichtig oder die? Möchten wir denn gerne die Stadtstaatenregelung ändern, was ja auch viele tun würden? Soll der Dünnsiedlerfaktor weg? Soll es weiter Polbets geben und so weiter? Ich glaube, darüber wollen Sie nicht wirklich im Detail diskutieren, denn was Sie zu Recht wollen ist, eine vernünftige Finanzausstattung, mit der wir hier noch arbeiten können. Willkommen im Club, das möchte ich auch. Und ich glaube, die Ministerpräsidenten werden gemeinsam mit dem Bereich der Landtagspräsidenten eine vernünftige Form finden, der Einbeziehung, der Kommunikation. Ich möchte das gerne mit dem Parlament an dieser Stelle auch anbieten. Aber das Verfahren, das die Linke sich an dieser Stelle vorstellt, ist einfach nicht durchführbar. Ihre Intention allerdings, und ich habe die noch von keiner Fraktion anders erlebt, die ist für mich Rückenwind, Unterstützung und dafür bedanke ich mich. Applaus
Danke, Frau Polzin. Und